Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Notizhefte. Heute möchte ich ein Thema behandeln, das ich bei Eric Carl Anderson gesehen habe, der den Kanal The Lonesome Reader betreibt, und er greift damit einen Trend auf, den es aktuell auf Instagram gibt, nämlich 6 Bücher, um mich kennenzulernen, 6 Books to Get to Know Me. Und dabei geht es darum, Bücher vorzustellen, die für die eigene Entwicklung als Leser, für die eigene Beziehung zu Büchern wichtig gewesen sind und auch heute noch sind. Und auch ich habe 6 Bücher herausgesucht und die stelle ich jetzt in der Reihenfolge vor, in der sie in mein Leben getreten sind. Das älteste, darin steht Weihnachten 1980, deutsche Geschichte 1866 bis 1945 von dem Historiker Gordon A. Craig. Dieses Werk ist ursprünglich Anfang der 70er Jahre bei Oxford University Press erschienen und liegt eben hier in einer deutschen Übertragung aus dem Beck Verlag vor. Es war das erste Buch, das ich zu diesem Thema las. Das ist, wenn man so will, der Auftakt einer nun seit einigen Jahrzehnten währenden, privaten, von Interesse getragenen Beschäftigung mit der deutschen Geschichte. Hier hinter mir sieht man die Lücke, wo dieses Buch steht, und daneben stehen eben die Werke von Nipperdey und anderen Historikern zu anschließenden Themen. Hierbei handelt es sich eben um einen Gesamtüberblick, der den Zeitraum von 1866 bis 1945 betrachtet, also aus der Perspektive der 70er und 80er Jahre die Zeit des Nationalstaates, der sich im Norddeutschen Bund formt und dann eben bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs besteht. Heute, nach der Wiedervereinigung, blicken wir sozusagen auf die Epoche der Teilung als Episode in der Nationalstaatsgeschichte zurück, aber das konnte man zu diesem Zeitpunkt natürlich nicht wissen. Dieses Buch ist überblicksartig, ich meine, es umfasst ja einen langen Zeitraum, das Kaiserreich, die Weimarer Republik, den Nationalsozialismus, den Krieg. Insofern ist es keine furchtbar tief ins Detail gehende Darstellung, aber doch eine, die in klaren Linien zeigt, worum es geht, und eben Craig eine Position auch bezieht. Und dieses Buch hat mich eben angefixt für diese Themen. Wie gesagt, Weihnachten 1980 ist schon eine Weile her und dieses Buch gehört deswegen in diese 6 Bücher, um mich als Leser und damit natürlich auch als YouTuber noch ein bisschen besser kennenzulernen und auch einschätzen zu können. Das zweite Buch ist nicht unscheinbar, aber eben anders. Es ist Band 2 aus Schillers gesammelten Werken, und zwar in dieser Form der Meyers Klassiker-Ausgaben in 150 Bänden. Das ist so etwas, was in der Kaiserzeit erschien. Das haben wir irgendwann mal antiquarisch gekauft zu Beginn der 80er Jahre. Und ich habe das dann auch zu Weihnachten geschenkt bekommen. 12-mal Goethe, 8-mal Schiller. Später habe ich mir dann noch 3 Bände Tieck dazu gekauft. Und dieser Band hier, der ist auch tatsächlich ein bisschen abgegriffen, wie man hier sehen kann, weil ich ihn wirklich oft zur Hand nehme und das auch schon lange. Das ist Band 2 mit Dramen, und zwar enthält er Die Räuber, Die Verschwörung des Fiesco zu Genua, Kabale und Liebe und Don Carlos. Und Kabale und Liebe ist nicht nur ein bürgerliches Trauerspiel, sondern ein Stück, mit dem ich mich sehr intensiv beschäftigt habe. Es war Gegenstand meines mündlichen Deutschabiturs.
Ich habe Kabbale und Liebe in der Schule auch sehr geschätzt. Wir haben es dort gelesen, wir haben es mit verteilten Rollen gelesen. Und das hat mir immer große Freude gemacht. Ich mag diesen Text sehr, ich mag seine vielfältigen historischen Bezüge. Insofern passt es dann auch zu dem Craig. Es ist ein Buch, das Verstrickungen der deutschen Geschichte, nicht des 19. und 20., sondern des 18. Jahrhunderts zeigt. Es ist diese vorrevolutionäre Welt, in der das Alte morsch ist, in der es zusammenzubrechen droht, nur noch durch Gewalt, durch Täuschung, durch Machtmissbrauch zusammengehalten wird. Und dagegen schlägt eben in Schillerscher Manier das Herz der Freiheit, das Verlangen der Menschen nach Gleichheit. Und dieser Kampf, der natürlich auch in den anderen Texten eine Rolle spielt, wird aber eben hier auf eine sehr spezifische Art und Weise dargestellt. Und es sind eben auch Dramen, die wirkungsmächtig waren, die auch Giuseppe Verdi gefallen haben, der sie seinerseits vertont hat. Und insofern, Kabbale und Liebe ist jetzt nicht, also das heißt dann da Luisa Miller, das ist jetzt nicht der Reißer geworden. Da finde ich tatsächlich die Schillersche Fassung besser, aber beim Don Carlos ist es so, dass durch die Zutat der Musik die Dramatik der Auseinandersetzung eine andere wird. Ob das nun die zwischen dem König und dem Marquis Posa ist oder zwischen dem König und dem Großinquisitor, das bekommt durch die Musik nochmal eine andere Dimension. Und dieser Dramenband, insbesondere Kabbale und Liebe, ist eben etwas aus meiner Zeit in der gymnasialen Oberstufe, wo ich mich intensiv damit beschäftigt habe. Und ich schaue auch immer wieder auf der Suche nach dem passenden Zitat im einen oder anderen Zusammenhang in Kabbale und Liebe, vor allem hinein, aber auch in die anderen Schiller-Texte. Also, Buch Nummer 2. Von Schiller zu Goethe, ja, nein, aber irgendwie auch schon. Natürlich, Bücher, die für mich als Leser bedeutsam sind, da ahnen viele, kann Thomas Mann nicht fehlen. Die Frage ist halt nur, was nimmt man? Welches Buch macht es? Ich habe mich für ein Buch entschieden, das ich 1992 geschenkt bekommen habe, Lotte in Weimar. Und es ist dies der Goethe-Roman von Thomas Mann, in dem die Begegnung der gealterten Liebenden geschildert wird. Lotte besucht Verwandte in Weimar mit einer ihrer Töchter und sie trifft dort auf Goethe. Das ist historisch verbürgt und Thomas Mann, der sich mit diesem Material sehr intensiv beschäftigt hat, hat daraus diesen Roman gemacht. Er hat ihn im Exil beendet und er nutzt ihn, um mehrere Themen zu behandeln. Einerseits der gealterte Künstler. Da ging es ihm zunächst um etwas anderes. Da ging es ihm darum, wie der alternde oder gealterte Künstler mit jungen Lieben umgeht. Ein Thema, das ja Thomas Mann auch umtrieb, anders als Goethe, aber es trieb ihn eben um. Und Goethe hatte ja eben diese Beziehungen zu jüngeren Frauen, mit denen er sich dichterisch zumindest erhitzte und deren Beiträge er in seinem Werk kaschierte. Heute weiß man, dass tatsächlich Texte des westöstlichen Divans eben gar nicht von Goethe selber sind, sondern von einer Autorin, mit der er zu diesem Behufe ein inniges, inspirierendes Verhältnis unterhielt. Davon ist Thomas Mann dann wieder abgekommen. Dieser Aspekt wird in anderen Texten behandelt. Lotte in Weimar schildert eine Binnenansicht auf den Kosmos Goethe. Und Thomas Mann macht das so großartig, dass unter Umständen oder dass in bestimmten Zusammenhängen von anderen Zitate aus dem Roman, die Thomas Mann erfunden hat, als goethische Zitate durchgegangen sind. Und
Ein besonderer Kunstgriff liegt eben daran, dass Goethe eben auch eine generelle Deutschenschelte betreibt, die dann natürlich zeitgenössisch zu lesen ist im Zusammenhang der 30er und 40er Jahre, also das Hereinfallen auf den Nationalsozialismus, die politische Fehleinschätzung der Deutschen, wem sie nachlaufen. Und da übt man durch den Mund von Goethe Kritik und schildert überdies eben ironisch, wie es ist, wenn die Jugend, die Reize und das Feuer erloschen sind und man aber das Erbe dieses großen Liebespaares, eben Werthers, Leiden mit sich herumträgt. Die Ursache für diese Leiden, die Leidenschaft, die es einst gegeben hatte, zumindest im Kopf von Werther, und der sich Lotte seinerzeit als verlobte Frau erwehren musste. Und wie das hier vielfach gebrochen wird, wie eben auch die Figur Goethe erschaffen wird durch Diskussionen, durch Gespräche, die Lotte mit anderen Personen führt. Und dann kommt schließlich erst Goethe und wie enttäuschend das ist. Und er kommt aber dann auch immer noch nicht in Kontakt direkt mit ihr, sondern wir beobachten, wie Goethe aufwacht, wie er arbeitet, wie er denkt. Er nimmt unheimlich Gestalt an und dann begegnen die beiden sich und es findet eigentlich keine Kommunikation statt. Und weil das dann aber auch wieder unbefriedigend ist, kommt es eben zu jener Begegnung nach dem Theater und das ist eben einfach ganz große Erzählkunst. Und das ist eines der Bücher, die mich mit dem Werk von Thomas Mann intensiv verbunden hat, aber gleichzeitig natürlich auch Ausdruck meiner Freude ist an vielen, nicht an allen, aber an vielen Texten von Goethe selbst. Von Thomas Mann und Goethe zu Stefan Zweig. Und hier habe ich die Welt von gestern, Erinnerungen eines Europäers. Ich habe keinen Roman, keine Biografie aus der Feder von Zweig ausgewählt, sondern dieses Erinnerungsbuch, weil es der untergegangenen Welt des 19. Jahrhunderts nachspürt, einer idealisierten, aber eben doch auch dem Grunde nach existiert habenden Welt. Und dieses Hinübergleiten jener Welt in den Abgrund, die Bedingungen dafür, die Folgen davon und das Einwirken all dessen auf die Kunst der Nach- und Zwischenkriegszeit ist etwas, was mich sehr interessiert, womit ich mich viel beschäftigt habe und auch sicherlich weiter beschäftigen werde. Und dieses Buch ist eines, das mir dieses Thema auf eine ganz eigene Art und Weise nahegebracht hat und zu dem ich auch immer wieder gerne zurückkehre. Zum Autor Zweig natürlich auch darüber hinaus, aber es ist speziell dieses Buch, was mich als Leser tatsächlich auch stark beeinflusst hat. Themenwechsel. Als Jurist ist es natürlich auch so, dass man viel liest, und zwar nicht nur während des Studiums, sondern eben auch darüber hinaus, vor allem eben beim Verfassen der sogenannten Qualifikationsschriften. Und im Rahmen meines Habilitationsverfahrens habe ich eben auch sehr viel gelesen und paradigmatisch möchte ich hier dieses Buch nennen, Ernst Wolfgang Böckenförde, Recht, Staat, Freiheit. Böckenförde, dieses Buch habe ich 2004 durchgearbeitet. Böckenförde, ehemaliger Bundesverfassungsrichter, hat hier eben starke staatstheoretische, rechtsphilosophische und verfassungsgeschichtlich orientierte Texte geschrieben, die ich damals eben heranziehen wollte. Und ich war dann vom Autor Böckenförde auch begeistert, der Stil, die politische Ausrichtung, die wissenschaftliche Klarheit, die Breite der Bildung,
Das hat mich fasziniert und mich auch seither immer wieder zum Autor Böckenförde zurückgeführt. Und das sind Texte, die tatsächlich eine große Wirkung auch auf mich als Leser und vielleicht auch als Autor gehabt haben. Also sich so ausdrücken können, wie Böckenförde das gekonnt hat, ist eine Zielsetzung, die man aus der Distanz verfolgen kann, der man sich vielleicht ein bisschen auch annähern kann. Aber man braucht eben auch solche Vorbilder, um seinen Stil zu schärfen, seine Prägnanz etwas aufzubessern. Und ich glaube, da hat mir dieses Buch auch stellvertretend für andere, aber eben auch tatsächlich dieses Buch selbst viel geben können. Und ich bin froh, dass ich das gelesen habe. Und zum Schluss habe ich lange überlegt, was ich nehme. Ich habe mich entschieden für Joachim Fest, Bürgerlichkeit als Lebensform, späte Essays. Ich habe von Fest einiges gelesen, natürlich die Hitlerbiografie, seine Autobiografie, ich nicht, und dann zwei Essaybände, darunter eben diesen hier. Bürgerlichkeit ist ein Thema, mit dem ich mich viel beschäftigt habe, sowohl eben im Bereich der fiktionalen Literatur, also Buddenbrooks natürlich, aber eben auch Lotte in Weimar, Kabale und Liebe, ein bürgerliches Trauerspiel. Was heißt Bürgerlichkeit eigentlich? Wer ist Bürger? Wie wandelt sich der Bürgerbegriff? Wie wandelt sich das bürgerliche Selbstverständnis im 19., im 20. Jahrhundert? Gibt es heute überhaupt noch ein Bürgertum? Kann man das sagen? Was ist Bürgertum? So eine Bücherwand hinter sich oder irgendeine Art von Habitus, also Bourdieu? Oder ist es einfach eine wirtschaftliche Orientierung, das Herz schlägt links und die Brieftasche sitzt rechts? Ja, also da kann man viel drüber nachdenken, das tue ich auch immer wieder. Und Fest ist ein bürgerlicher Autor. Fest ist ein Autor, der sich mit anderen Bürgern auseinandersetzt, der die Themen Bürgerlichkeit, die sich auch sonst hier in diesem Regal durchaus wiederfinden, sehr gut behandelt. Und Fest ist eben auch jemand, der gut schreibt, der schöne Texte, und das meine ich im positiven Sinne, schöne Texte schreibt. Der Irrtum Hannos oder Bürgerlichkeit als geistige Lebensform. Da geht es natürlich um Buddenbrooks, geistige Lebensform. Das ist Lübeck als geistige Lebensform. Also Thomas Mann ist für Fest natürlich auch eine konstante Bezugsgröße, ebenso wie Goethe und Schiller. Erinnerungen zum schreibenden Umgang mit der Geschichte, zur Verleihung der Wilhelm-Leuschner-Medaille, die verlorene Kunst, Geschichtsschreibung als Wissenschaft und Literatur, da schreibt er über Herbert Lüthi, dann eine Skizze über den Führerbunker, über Hitler, über Goebbels, über Adam von Trott, einen Verschwörer, Gedanken zum 20. Juli, Rede in der Paulskirche 2004, die Intellektuellen und die totalitäre Epoche, Gedanken zu einer Geschichte der Täuschungen und Enttäuschungen, denn Intellektuelle beider politischen Lager haben sich ja für totalitäre Regime begeistert, etwa Karl Schmidt für den Nationalsozialismus und ganz viele für den Stalinismus und haben versucht, das eben über irgendwelche höheren Zwecke zu rechtfertigen. Dem geht er nach. Verwandtschaft und Affront, Thomas Mann und der Westen, die anderen Betrachtungen eines Unpolitischen über Heinrich Manns, nachgelassene Aufzeichnungen zur Zeit von Winston Churchill, über Börne und dann Stellungnahmen zu Weggefährten von Fest, also Karl Dietrich Bracher, Willy Brandt, Reinhard Mohn, Jürgen Roland, Wolf Jobst Siedler, der berühmte Verleger. Und weitere Texte sind hier enthalten und sie, ja, wie soll ich sagen, behandeln eine Palette von Themen, die mit Literatur, mit Geschichte, mit Bürgerlichkeit zu tun haben, die viel von dem ausmachen, was mich geprägt hat, was mich beeinflusst hat. Und insofern kehre ich gern zu Fest als Autor zurück. Und so sind das diese Bücher,
die mich als Leser geprägt haben. Und auch noch ein Blick auf die Verlage. C.H. Beck, Bibliographisches Institut Leipzig, S. Fischer, Suhrkamp und Rowohlt. Und damit ist eben auch eine klassische deutschsprachige Verlagslandschaft abgebildet. Und das zeigt eben auch diese Verbindung von Buch und Inhalt und Text und Leser und Autor und Rezeption. Und all das fügt sich eben zu einem, wie ich persönlich finde, runden Bild. Das heißt natürlich nicht, dass ich nichts anderes lese, dass mich nicht auch noch anderes geprägt hätte. Natürlich die Lektüren der Kindheit, die mich überhaupt ans Lesen herangeführt haben, die Lektüren der Schulzeit, um mal diesen Begriff zu verwenden, und da ist es eben im privaten Bereich natürlich Karl May, das habe ich an anderer Stelle schon oft gesagt. Ich habe alle bis damals verfügbaren 73 Bände gelesen, manche 3-4 Mal, andere weitaus öfter. Ich habe mich auch darüber hinaus mit den damals zu Gebote stehenden Mitteln, also in der Zeit vor dem Internet, mit der Person Karl May beschäftigt, mit den Widersprüchen, mit den Schwierigkeiten, mit den Produktionsbedingungen. Ich habe auch in der Schule Referate über Karl May gehalten. Ich habe viel Krimis gelesen, vor allem von Agatha Christie, also das alles von Miss Marple und Hercule Poirot. Das sind so die Lektüren, die mich zum Leser, zum Vielleser auch tatsächlich gemacht haben. Und dann sind eben früh auch andere Texte hinzugetreten, eben 1980, der Craig und die Klassiker, sofern man in der Schule mit ihnen in Berührung kam, und dann eben auf eigene Initiative eben mehr und intensiver. Und da hat sich das Feld geweitet. Und heute gehören natürlich auch im Bereich der fiktionalen Literatur zeitgenössische Romane dazu. Da schaue ich immer wieder rein. Manches gefällt mir, manches gefällt mir nicht. Ob ich zu dem einen oder anderen in 15 oder 15 Jahren noch einmal zurückkehren werde, das mag man durchaus bezweifeln. Da gibt es eher Konstanten in dem Bereich, den ich hier und heute gezeigt habe. Es hat mich gefreut, dass ihr euch dieses Video angeschaut habt. 6 Books to Get to Know Me. Wer möchte, kann ja mal überlegen, ob er oder sie auch ein solches Video drehen möchte. Mich würde interessieren, von euch auf diese Art und Weise noch mehr zu erfahren. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!